soll das heißen? Du willst mir was gestehen? Naja, ich war dir gegenüber nicht loyal. Also nur in der letzten Zeit. Aber ich habe ein falsches Spiel mit dir gespielt. Du meinst, als ihr mit LCL hinter meinem Rücken nach China expandieren wolltet? Das war Tanjas Idee. Ich bin mir relativ sicher, du allein wärst nie so weit gegangen. Wie meinst du das? Auch wenn es für dich sicher schwer war, ich bin froh, dass du dich von ihr getrennt hast. Tanja hat dich manipuliert. Trotzdem war es für mich nicht leicht, dir die Hochzeit zu verbieten. Du hast wirklich geglaubt, dass du sie liebst, oder? Ja. Manchmal spielen einem die Gefühle doch einen üblen Streich. Ich bin froh, dass du jetzt auf meiner Seite stehst, Sebastian. Ich brauche dich, deine Kompetenz. Mit dir als mein Stellvertreter kriegen wir Launcher Enterprises dahin, wo Vater es immer haben wollte. Ich dachte, wir reden über eine gleichberechtigte Partnerschaft. Doppelspitze. Ja, das ist gegen die Tradition. Ich habe unserem Vater versprechen müssen, dass ich das Unternehmen leite. Und das werde ich auch tun. Und ich werde dafür ganz allein die Verantwortung übernehmen. Aber natürlich hast du als mein Stellvertreter in Absprache mit mir sämtliche Entscheidungsgewalt. Das ist mehr als fair. Pass auf, was immer du mir beichten wolltest, vergiss es. Du musst dich für nichts entschuldigen. In Ordnung. Wir kommen auf der richtigen Seite, Bruder. Ich habe Hagen vorhin bei dir gesehen. Was wollte er von dir, außer mit dir zu schmusen? Er hat mir angeboten, sein Stellvertreter zu werden. Mhm. Was musstest du dafür tun? Er verlangt absolute Offenheit von mir. Klingt schmutzig. Ich hoffe, du hast ihm nichts von unseren Plänen erzählt. Oder davon, dass wir eine heiße Affäre haben, obwohl er uns verboten hat, dass wir uns anfassen. Nein, das habe ich nicht. Nicht? Nein. Wie auch. Ich bin ja gar nicht dazu gekommen, irgendwas zu erzählen. Hagen war viel zu sehr damit beschäftigt, mir seine Mission zu erläutern. Seine von Ludwig auferlegte Mission, von der er besessen ist. Mhm. Und ich dachte, ihr wärt euch wirklich näher gekommen. Ja, das dachte ich auch. Aber auf eine ganz bizarre Art sind sich Hagen und Ludwig dann doch ähnlicher, als ich dachte. Er traut mir nichts zu. Genau wie Ludwig. Aber ich bin der perfekte Mann. Der perfekte Mann für die zweite Reihe. Er kotzt mich einfach an mit seinem Gefasel über Tradition. Seiner beschissenen Doppelmoral. Wo sind wir denn? Im 21. Jahrhundert? Das ist doch nur noch lächerlich, oder? Was willst du denn tun gegen dieses lächerliche Regime? Ich werde mich jetzt verhalten wie ein echter Lahnstein. Ich werde ihm einen Korruptionsskandal anhängen. Und damit ist er die längste Zeit Chef gewesen. Ich meine, so regeln wir das doch in dieser Familie. Das hat Tradition. Das heißt, wir ziehen es durch. Wir räumen Hagen aus dem Weg. Auf jeden Fall. Und als erstes rufe ich Per Mertens an, um ihm zu sagen, dass unser Deal noch steht. Hast du ihm erzählt, dass du Hagen alles erzählen wolltest? Nein, das nicht. Aber ich habe ihn schon ziemlich abgewürgt am Telefon. Und der Herr Staatssekretär steht gar nicht auf dieses Hin und Her. Könnte Mertens abspringen? Auf keinen Fall. Dafür will er diesen Ministerposten viel zu sehr. Glaubst du, Hagen zieht den Deal wirklich durch? Wenn ich ihm klar mache, dass das die einzige Möglichkeit ist, die ihm noch bleibt? Er hat deinen Vorschlag schon mal abgelehnt. Das stimmt. Da wusste ich allerdings auch noch nicht, welche Knöpfe ich bei ihm drücken muss. Ich werde ihm einfach nur klar machen, dass Vaters Erbe auf dem Spiel steht. Willkommen zurück auf der richtigen Seite. Ich will, dass die Sache morgen nach Ansgars Trauerfeier steigt. Mir ist da eine Sofortmaßnahme eingefallen, wie wir das Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit aufrüsten würden. Schieß los. Diverse andere Modefirmen bieten jetzt schon einen Rücknahmeservice an. Das heißt, die Kunden bringen ihre ausrangierte Kleidung da vorbei, bekommen im Gegenzug einen Warengutschein und die alte Kleidung wird recycelt. Ich habe davon gelesen, aber ist sowas in der Haute Couture üblich? Eben nicht. Überleg doch mal, was das für eine Signalwirkung hätte. Abgesehen davon, schnell umsetzbar und gute PR. Finde ich gut. Pierre, was machst du hier? Wir sind mitten in einer Besprechung. Ich wollte die Herren lediglich informieren.
Die Verkehrsministerin wird übermorgen den Bau des Autobahnzubringers durch den Landstein forcen, einer Pressekonferenz bekannt geben. Wir werden bis dahin Mittel und Wege finden, das zu verhindern. Herr Planstein, nachdem eindeutig festgestellt wurde, dass es in diesem Teil des Forstes keine Sumpfuhreulen gibt, sehen wir keinen Grund, das Projekt weiter zu verschieben. Noch ist es das Land unserer Familie. Sie können nicht so einfach darauf zugreifen. Das Verkehrsministerium wird ein Enteignungsverfahren beantragen. Es ist landesrechtlich geregelt und legal. Ich habe alle juristischen Möglichkeiten überprüft. Selbst wenn wir uns durch alle Instanzen klagen gegen das sogenannte Allgemeinwohl, haben wir keine Chance. Sehen Sie den Tatsachen ins Auge. Ein paar Bäume werden gefällt. Ein paar Bäume? Meine Vorfahren haben diese Wälder seit Jahrhunderten bewirtschaftet, vor Angriffen verteidigt. Die Seele meiner Familie wohnt in diesen Wäldern. Und wir bauen eine Straße durch ihre Seele. Kommen Sie damit klar, es wird passieren. Es ist Dana, willst du mich rangehen? Dana? Gut, dass ich dich sehe. Ich mache mich gerade wegen der Rechtslage schlau. Folgendes: Das Land kann uns zwar enteignen, aber es muss uns angemessen entschädigen. Es wird nicht ein Baum gefällt. Ja, was soll das heißen? Willst du die Ministerin jetzt doch bestechen? Wenn es das ist, was wir tun müssen, um unser Eigentum und das unserer Kinder zu beschützen? Du bist total bescheuert. Ausgerechnet Königsbrunn. Was meinst du, wie oft ich mich hier vor meinem Kindermädchen verstecken musste? Kein Mensch kennt das Schloss so gut wie ich. Ich weiß doch, wie wichtig es dir ist, Vaters Erbe in seinem Sinn fortzuführen. Du tust das Richtige. Ich bin es ihm schuldig. Herrgott, nochmal, können sich diese beiden Kasper nicht woanders unterhalten? Das kann doch noch ewig dauern. Hör zu, ich will, dass du das einfädelst. Ein Treffen oder wie auch immer. Okay, ich leite alles in die Wege. Danke. Wofür? Du trägst die Verantwortung. Deine Worte? Ja. Na, endlich. Und? Wie ist es gelaufen? Die Ministerin wird morgen nach dem Leichenschmaus hier aufschlagen und Hagen wird ihr den Koffer mit dem Geld übergeben. Gut, dann brauchen wir jetzt eine Kamera und ein Abhörgerät. Überwachung ist ja wohl eher dein Spezialgebiet, oder? Gut, dann werde ich mich sofort drum kümmern. Ich freue mich schon auf unsere Hochzeitsnacht. Die wievielte ist es? Also meine wievielte? Wie lange stand sie jetzt schon da? Keine Ahnung. Was macht sie überhaupt hier? Ich dachte, sie wäre ausgezogen, Sebastian. Woher soll ich das denn wissen? Wenn sie etwas gesehen hat, dann wird sie es Hagen sagen. Das weiß ich auch. Und was willst du jetzt tun? Was soll ich tun? Nichts. Morgen wissen wir mehr. Wenn Hagen an seiner Bestechung festhält, dann wissen wir auch, dass sie nichts gehört hat, oder? Ach. Was? Wie ist... Guten Morgen. Morgen. Ja. Dana war gestern noch hier. Hat dich gesucht. Und gefunden. Und? Themawechsel. Hast du alles organisiert? Ja, alles vorbereitet. In knapp 3 Stunden triffst du die Ministerin. Was ist mit dem Geld? In einem Koffer in meiner Suite. Wie viel? Guten Morgen. Guten Morgen. Das willst du gar nicht wissen.
Morgen. 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 Bringen wir die Sache hinter uns. Ich weiß, ihr hattet alle nicht das beste Verhältnis zu Ansgar. Das beruhte auf Gegenseitigkeit und deshalb würde er heute von euch auch nicht erwarten, dass ihr irgendetwas vorheuchelt. Jeder gedenkt auf seine Art. Ihr auf eure und ich auf meine. Wir sollten jetzt in die Kapelle gehen. Er weiß nichts.